Ich werd getötet. Oh Gott. Herrera ist auf mich gesprungen. Oh no. Ey, keine Kong, glaube ich. Warum sind denn hier so wenig Büsche? Und die? Jawohl. Ich renn weg. Oh, ich höre Geräusche hier. Ja, ist ein Stego. Ein kleiner, oder was? Ja. Irgendwas attackt hier auch. Bist du das? Nee, ich mach erstmal 3, 2, 1. Oh Gott, ey. Ja, der Stego ist halt hier noch. Oh nein, und Herrera sind auch hier. Ja. Ich renne in das Babygebiet. Na super, ist despawned. So Mist. Der kleine Babystego. Oh. Ja. Bist du das? Ja. Och, Gott sei Dank. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren The Isle-Video. Heute mal nicht alleine, sondern mit Blusucho. Halli, hallo, hallöchen. Ich brauche jetzt noch was zu essen. Ess und ja, Striche. Da sind Striche vor dir. Ja, aber da ist auch irgendein Viech. Ja, in Herrera. Ja, ich bin immer noch eine HP. Ist ein Bock nicht. Ah, der klettert da hoch, ne? Ja, weg da. Oh. Ist ein Galli, oder? Galli? Gott, ja. Krieg ich auch nicht. Ne, den kriegen wir nicht mehr, oder? Ne. Der zieht durch. Ja, okay. Wenn er wegrennt, dann ist es egal. Die Organe von dem sind eh zu klein, dass es sich lohnen würde. Oh mein Gott. Ich werd getötet. Was ist los? Soll ich dir helfen? Ich bin ein Monterer. Können wir den attacken? Ist er klein oder groß? Der ist dreimal so groß wie wir. Okay, Mist. Dann renne ich weg. Es tut mir leid. Ich bin in die scheiß Babyzone. Boah, die Bienen. Oh no. No. Jawohl, Bienen. Hier ist eine Leiche. Ich bin tot. Herrera ist auf mich gesprungen. Oh mein Gott. Oh nein, hier ist was. Ja, ich werd getötet. Von einem anderen Zerra. Oh Mann. Was ist ja mit den Leuten los? Nein, ein Kannibale. Ich schwimme ins Wasser. Ah, ich habe gehofft, dass er von einem Croc gesnackt wird. Leider nicht. Das war's mit mir. So, nächster Versuch. Hier vorne ist ein anderer Zerra. Bestimmt der von eben. Ne, ist ein kleiner. Achso. Ich hab mich mit dem angefreundet jetzt. Mach den weg. Ne, ich mach den nicht weg. Ist doch gut, wenn wir eine kleine Armee haben. Wir fressen gerade gemeinsam hier das Ess voll. Okay. Also ich komme jetzt dann in deine Richtung, ne? Du bringst mir ja dann die Striche mit. Dann habe ich ja, auch genau. Die perfekte Diät. Ah, du hast die abgelegt, oder? Ja, ich sitze hier im Busch. Ne, dann habe ich eine andere. Ach doch, du bist da. Ja, okay. Oh, endlich sind wir wieder zusammen unterwegs. Ja, hat nicht gereicht. Doch nicht die perfekte Diät. Oh, du bist schon ganz schön gewachsen. Wahnsinn. Ja, das ist halt krass. Ja, irgendwo da vorne müsste es liegen. Da links ist auch irgendwas, oder? Hast du die Leiche gefunden? Ja, hier sind Knochen. Hier ist was. Töte es. Weiß nicht, was es ist. Na, das ist der. Ach, das war der. Das war wahrscheinlich dann der Mate. Tja, wäre mal nicht aus der Gruppe rausgegangen. Selber schuld. Weiß nicht, ob die mich schon voll machen, aber. Wird auf jeden Fall helfen.
Nee, hat gar nichts gebracht. Aber ich kann ja die Knochen jetzt essen, ne? Ja. Sehr schön, dann habe ich jetzt auch die perfekte Diät. Tja, dann sind wir jetzt auch Kannibalen. Nee, hat nicht gereicht. Ah. Ja, hier vorne ganz bisschen die, fehlt noch. Die von dem Kahn oder Hillock. Ja. Ist da auch nur noch Knochen? Ja. Perfekt. Jetzt habe ich die perfekte Diät. Sehr schön. Ich fress mich aber jetzt auch noch voll wegen dem Biss, ne? Mhm. Ich frage mich ja bis heute, was in diese Kuppeln reinkommt. Soll man da irgendwann reinkommen? Man soll da anscheinend irgendwann reinkommen können. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass in zwei von denen ein Wüstengebiet und ein Schneegebiet kommt. Okay, das ist sowas, ist cool. Aber krass, wie ich dich jetzt eingeholt habe vom Wachstum, oder? Sieht zumindest so aus. Bin irgendwie ja, echt von schnell der, gewachsen. Von der Größe her, ne? Ja, genau, von der Körpergröße. Ist schnell fett geworden. Ja, das kann ich. Schlimm muss ich sagen, ich fighte lieber gegen Dibble als gegen Karno. Kannst halt durch diesen, wenn die alle Attacke machen, das dauert so lange bei denen, dann kannst du in der Zeit nach hinten in den Hintern beißen. An Poppes kriegen die mehr Schaden als am Kopf. Na okay, interessant. Das ist quasi das Hinterteil, die Schwachstelle. So wie bei dir. Richtig. Ich bin ja auch wieder so ein Dibble. Eher ein Stego vom Gehirn. Oh, nein! Nicht beißen! Oh, ich liebe den Sumpf so sehr, ne? Der ist so cool. Ich finde den so atmosphärisch. Ja, ist schon sehr nice gemacht. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsort auf der Karte. Rechts ist S. Gehen wir dann dahin, würde ich sagen. Können wir mal ausprobieren. Könnte aber auch ein Krog sein, ne? Ja, ist dann so. Der ist halt auch einfach schneller Land, schneller Schwimmer, ne? Es ist halt einfach der perfekte Allrounder. Okay, du kennst ja auch gar kein Risiko hier, oder? Nee, entweder wäre ich geschnappt oder nicht. Ist aber keine gesunde Lebenseinstellung. Ein fliegendes Krog. Ich hab's gerade nur gesehen, dass da irgendwas abgehoben ist. Okay. Aber ist ja nur so ein Mini-Krog, ne? Ja. Mal haben oder nicht haben. Snacken wir schnell weg und dann passt es. Na, das ging schnell. Ja, dann können wir direkt weitergehen, das nächste Essen suchen. Da hinten ist noch mehr Essen. Ist er jetzt schon wieder durchschwimmen? Nee, ich laufe hier aus noch rum. Oh, das... Bisschen schwimmen, oder? Ich will irgendwas planschen. Sind das die Fische da vorne oder ist das, weil ich irgendwas lang geschwommen ist? Ich glaube die Fische. Ich habe jetzt nichts Größeres gehört. Okay. Schnapp weg. Bitte nicht. Andere Zeras. Wollen wir wegrennen? Ich sehe sie leider nicht. Direkt vor uns. Ach da. Oh, die sind größer als wir. Lass uns gehen. Ah, die machen friendly, oder? Ja, aber vertraue ich nicht drauf. Nee, ich auch nicht. Ja. Sind halt wie die Heuschrecken, die Zeras, ne? Alle Reste werden verwertet. Aber die Zone ist auch aktuell nicht da, oder? Ne, die ist Highlands. Beziehungsweise für uns ist sie gerade gefühlt Nordosten. Nee. Ja, mein Magen ist aber noch relativ voll, also ich bin fein. Okay, ich bin halt unter Hälfte. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall was suchen. Können wir gucken, ob wir irgendwie Wildschweine oder sowas finden.
Was war das denn jetzt? Ist hier Licht angegangen? Ja. Ist ja cool, das macht ja sogar Geräusche. Das habe ich ja noch nie miterlebt. Kleinigkeiten, ne? Ja, aber atmosphärisch, voll cool. Ja, dann können wir uns ja auch orientieren. Oh! Was ist? Carlo. Klein. Achso. Oh, ich habe mich richtig erschreckt. Ich mich auch. Ich habe mich wegen dir erschreckt. Ich dachte, das ist irgendwas Großes. Ich auch. Da kann man nicht hinterher. Mann! Ich höre Steps. Oh. Neben uns. Dilo, hinter uns. Ja, ich sehe es. Den können wir aber kalt machen, theoretisch. Der hier hantelt gerade irgendwas, oder? Bin leider nicht hinterher. Ja, gut. Lass einfach schnell in den Gang rein, was essen und dann raus. Hier ist auch noch Blut. Man sieht aber auch gar nichts. Da liegt eine Leiche. Und da ist ein Kanu. Willst du ihn angreifen? Gott, sag doch was. Ich hab dich getroffen, ey. Nee, hast du nicht. Okay, warte, ich fass kurz, weil ich bin... Ja, stimmt, wir können uns ja healen, ne? Der hat auch gekotzt, ne? Ja. Das ist sehr gut. Sag mir nächstes Mal, wenn du den angreifst, dann bin ich auch ein bisschen schneller da. Mach ich. Ich hatte das, bevor der wegläuft, hab ich gesagt, scheiße. Ja, ist ja auch richtig. Aber ich hätte dir halt schneller helfen können dann. Ich hätte Angst um dich. Oh lol. Was ist das? Ein Krog. Oha, ein großes. Okay. Oh wow. Der One-Biter. Egal, das Skelett ist doch auch gut, oder nicht? Ja. Oh, ich höre was. Da war ein Schritt. Irgendwo vor uns. Das ist ein Herrera, ja. Oder? Der ist gerade hochgeklettert, ne? Nee. Ein Kanos. Das habt also Jugendliche. Was machen die denn da? Die tanzen, Alter. Das ist Paarungstanz. Keine Ahnung, ey. Die drehen sich die ganze Zeit im Kreis. Ah, ne, die essen da die Reste, ne? Ja. Sind wir drauf? Oder kommt ja, immer komm. Zu mir runter? Komm mal. Lass uns hier mal runter. Ja, sonst lass uns mal weitergehen, oder? Kanus ist eh nicht so spannend. Die rennen halt immer weg, wenn sie low sind. Oh! Du kleiner. Okay, der ist adult. Ja. Der hat mich auch einmal gehittet. Lass ihn hier vom Maschloch bleiben. Ja. Er kommt auf dich? Er kommt auf dich? Ja. Maschloch kann er nicht chargen. Das sind wir im Vorteil. Ja. Der Terranodon hat auch Bock auf Ärger. Ich habe ihn gehittet einmal mit dem Charge-Bite. Er mich nicht. Der Mate kommt halt bestimmt gleich wieder. Oh, da hat er gebietet. Jo, da ist ein Mate. Ja. Das sind mehrere. Das sind zwei kleine noch. Das ist ein scheiß Vogel, Digga. Was will der denn? Das ist Muchmöwe. Muchmöwe, wer kennt sie nicht?
Die hohen Möbel hier. Warum ist sie überhaupt gegen uns? Ich hab ihn nochmal gehittet mit dem Charge Spike. Die Möwe will halt nicht, dass wir uns wallowen, ne? Die Möwe will einfach, dass wir sterben. Was anderes zu tun hat. Croc kommt. Großes Croc. Och komm, Alter. Das Mixpacking ist real. Digga, was ist das denn wieder für ein Müll? Lass auf den Großen einfach raufrennen, komm. Vorsicht. Groß hat gekotzt. Groß hat gekotzt. Ja, die wollen auf mich. Ich bin weggerannt. Wir können halt nicht mehr in das Schlammloch rein, ne? Oh, du sterbe. Ah, oh, shit, ich glaube, ich hab dich gebissen. Ja, ihr standet halt gerade ineinander. Ja, ich bin auch tot. Oh, so ein Müll. Oh, ja, so Mixpacking, ne? Und hier an dieser Stelle endet das heutige Video. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und schaut auch gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist nämlich der Kanal von Blusuro verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.